Servus und grüß dich, ich bin's, dein Board vom Airsoft Sportclub Wels. Heute bauen wir auf diese 416er einen Akku-Pouch drauf. Dazu habe ich den neuen Akku-Pouch von Craftgear Design. Der bietet die Möglichkeit, ihn mittels Klett bzw. Kabelbinder zu befestigen. Zuallererst überlegen wir uns, auf welcher Seite wir den Pouch anbringen möchten. Der Kabelauslass, den wir da jetzt hineinmachen, ist der hauptsächliche Grund dafür, dass wir uns für eine Seite entscheiden müssen. Solange in der Videobeschreibung unten nichts anderes steht, empfehle ich einem Rechtshänder, den Pouch rechts anzubringen. Ich werde absichtlich nicht den gesamten Kabelstrang austauschen, weil es sich hier um eine Stock-AEG handelt und die sicher früher oder später mal einen Gate erhalten wird. Was ich machen werde, ist die Sicherung zu entnehmen und das Kabel so verlängern, dass der Stock aus- und eingefahren werden kann und das Kabel aber nicht stören wird. Wie immer sind alle notwendigen Materialien unten in der Videobeschreibung verlinkt. Für unsere heutige Operation benötigen wir etwas Kabel, den Dienststecker, dicke und dünne Schrumpfschläuche, einen Akku-Pouch sowie zur Befestigung lange Kabelbinder. In unserem Werkzeugportfolio benötigen wir eine helfende Hand, ein Stanley-Messer, eine kleine feine Feile, ein Stift kann sehr hilfreich sein, unser Knipex, ein Feuerzeug, Lötzinn, den Lötkolben und den Dremel. Sei bitte vorsichtig und schneide mit dem Stanley-Messer nie in Richtung von Körperteilen. Ich empfehle jetzt niemandem, die Sicherung auszubauen, jedoch verwende die seit 20 Jahren nicht. Es wird jetzt nicht der Tag kommen, an dem ich die plötzlich benötige. Ich nehme den Stock ab, damit ich besser an die Kabel rankomme. Nachdem auch diese Kabel wieder mit dem Schrumpfschlauch gesichert werden sollen, schneide ich den vorhandenen Schrumpfschlauch etwas auf, um meinen drüber ziehen zu können. Jetzt die drei Kabel abisolieren. Ebenso unser künftiges Verlängerungskabel abisolieren. Jetzt einmal alle Litzen verzinnen. Die beiden roten löte ich noch nicht zusammen, ich verzinne sie nur. Du kannst hier sehr gut den Unterschied sehen, dass Stock-AEGs einfach nette Spielzeugkabeln haben. Jetzt ziehen wir die dünnen Schrumpfschläuche über die Kabel drüber und verbinden die schwarzen Kabel miteinander. Gleiches mit den roten Kabeln, wobei es ein bisschen kniffliger wird, da hier drei Kabel zusammenkommen. In Stock-AEGs sind üblicherweise sehr unqualitative Kabel verbaut. Jetzt kommen die Schrumpfschläuche zur Isolation drüber. Wahrscheinlich wäre das jetzt der ideale Einsatz für meinen Heißluftföhn, ich werde ihn jetzt trotzdem nicht holen. Jetzt bauen wir den Stock wieder drauf und bestimmen eine geeignete Position zum Auslass der Kabel. Ich habe mich entschieden, die Kabel hier durchzuführen, so kann ich die Kabel mit einem winzigen und möglichst unscheinbaren Eingriff nach draußen verlegen. Wenn du mit dem Auslass fertig bist, achte besonders darauf, dass es keine scharfen Kanten im Bereich der Kabel gibt, die dir die empfindliche Silikonisolierung beschädigen können. Bevor du die Kabel nun abzwickst, achte darauf, dass der Stock voll ausgefahren ist und wie wir es immer machen, wir zwicken immer nur ein Kabel nach dem anderen ab. Die Länge, die du da noch brauchen wirst, sind ca. 2 Finger breit. Da wir einen Dienststecker drauflöten werden, isolierst du die Kabel mit der Länge des Kontakts ab. Wieder da mal Kabel und Stecker verzinnen. Wenn du alles verzinnt hast, vergiss nicht die Schrumpfschläuche drauf zu geben und dann lötest du die Kabel am Stecker an. Um alle wertvollen Infos zum Thema Löten zu erhalten, schau dir bitte auch unbedingt all meine anderen Videos an, in denen ich mit Akkus, Kabel und Stecker herum experimentiere. In allen Videos zusammen offenbare ich alle meine Erfahrungen, die ich gesammelt habe. Ein sehr wertvolles zum Thema Steckerlöten blende ich dir jetzt oben ein. Sind wir fertig mit dem Löten, isolieren wir die Kontakte. Während ich die Schrumpfschläuche aufschrumpfe, drücke ich sie immer leicht gegen den Stecker. Wie immer raue ich mir die glatten Stecker ein bisschen an. Es ist an der Tagesordnung, dass man sich die Finger immer ein wenig verbrennt, sei es mit dem Feuerzeug, dem Lötkolben oder dem Heißluftföhn. Und ich verspreche dir, dass du davon wortwörtlich eine dicke Haut kriegst und dir das irgendwann gar nicht mehr so sehr stört. Als nächstes bringen wir den Craftgear Design Akku-Pouch an, bei dem ich zuerst die Montage mittels Kabelbinder ausprobieren möchte. Du siehst, ich nutze die horizontale Sling-Montage, um mit den Kabelbändern durchzufahren und vorne nutze ich die Engstelle des Stocks. Jetzt noch alles ordentlich festziehen und dann glatt mittels Knipex abtrennen. Und jetzt schlägt die Stunde der Wahrheit. Wir schauen, ob der Craftgear Design Pouch wirklich ausreicht. Er schaut ziemlich minimalistisch aus, aber bist du narrisch? Es geht ordentlich was rein.
Ich muss noch ein bisschen meinen Weg damit finden. Wie du sehen kannst, ist in diesem Pouch noch etwas Platz und damit kriegst du auch den größeren von mir empfohlenen Wellpower Akku unter, der etwas über 2000 mAh Kapazität hat. Bevor wir sagen können, wir sind fertig, testen wir nochmal alles durch. Schauen wir, ob das Doxy aus- und einfahren lässt. Testen wir jetzt noch die Schussfunktion. Jawohl, das kann sich sehen lassen und damit wünschen wir unserem Mitglied, dem Scorch, bei den nächsten Airsoft Events viel Spaß. Lass mal bitte ein Like da, wenn dir das Video gefallen hat. Klick auf Abonnieren, Airsoft Sport Club Wales. Ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist. Und für heute sage ich, Bord, Ende. Und was wir mit der Sicherung machen, zeige ich dir jetzt.